Was aber auch gleich wieder, wobei das ist im Vergleich zum vorigen nicht negativ, aber das haben alle Kindles als Problem, dass sie bei PDFs die komplette Seite immer refreshen. Und das ist sehr nervig, weil es dadurch einfach länger dauert. Wenn ich jetzt mal ranzoome und wenn man jetzt diese Seiten-Scroll-Funktion benutzt, dann sieht man eigentlich, dass selbst wenn nichts refreshed wird, kann man das ganz normal lesen. Also das gibt überhaupt keine Probleme, aber sobald man es loslässt, dann muss er wieder einen Refresh machen. Also das ist sehr nervig.